Wir haben jetzt hier den Mittwoch, 14. August. Wir haben jetzt in 7 Minuten 11 Uhr abends. Und wenn ich dieses Video veröffentlicht haben werde, wird es voraussichtlich morgen sein. Also von heute aus gesehen. Also Donnerstag, 15. August. Ich habe nämlich vor, dieses Video von heute aus gesehen morgen zu veröffentlichen. Ich lese vor das Kapitel 10 mit dem Titel Verräterische Streiterei aus dem Buch Vorbereitung auf die Untergrundkirche von Richard Wurmbrand. Und ich habe hier auf meinem Telefon das Buch offen von der Webseite oder auf der Webseite horst-koch.de. So, ich gehe wieder dort zum Anfang des Kapitels. Und ich glaube, ich war bei am Kapitel 10. Okay. Kapitel 10, verräterische Streiterei. In der Untergrundkirche ist nicht der geringste Streit erlaubt. Jeder Streit in der Untergrundkirche bedeutet Verhaftungen, Schläge und vielleicht Tod. Die Kommunisten beobachten und hören. Sie haben ihre Informanten in der Untergrundkirche. Wo immer ein Streit ist, gibt es gegenseitige Anklagen. Der eine sagt zum anderen, als du mit Bruder Schmidt zusammen warst, hattest du dies, und so weiter. Auf diese Weise erwischt die Polizei Schmidt. Denkereien bringen immer Namen und Fakten hervor. Deshalb steht in der Bibel, zanket nicht auf dem Wege. In einer rumänischen Stadt gab es einen schlimmen Streit zwischen zwei Gemeinden. Die eine war eine Baptisten- und die andere eine Brüdergemeinde. Ihr Streit war erbittert und endete mit der Verhaftung der Leiter beider Gemeinden. Ich weiß, dass in den Himmel nur... Was ist hier? Ich weiß, dass ich den Himmel nur ererben kann, wenn ich heilig bin. Dann wäre es besser, ich finge heute an, ein Heiliger zu sein. Es wird zu spät sein, den heiligen Wandel anzufangen, wenn wir in den Himmel kommen. Wir müssen nicht wissen, wie beginnen. Sie müssen ihn jetzt antreten. Entschuldigung, ich habe hier etwas falsch gelesen. Wir werden nicht wissen, wie beginnen. Sie müssen ihn jetzt antreten. Wenn es im Falle einer kommunistischen Machtübernahme besser ist, nicht zu streiten, streiten Sie am besten jetzt auch nicht. Leider gibt es in den Organisationen, die hinter dem eisernen Vorhang arbeiten, Streitereien. Sie führten schon zu dramatischen Ergebnissen. Sie sollten so weit wie möglich vermieden werden. Sogar ein Familienstreit kann in einem kommunistischen Land den Tod bedeuten. Ich war mit einem Mann, der eine Freundin hatte, in der Zelle. Wie es in jungen Jahren geschehen kann, traf er ein anderes Mädchen, das er dem ersten vorzog. Er hatte aber dem ersten Mädchen verschiedene Geheimnisse anvertraut und das Mädchen informierte die Geheimpolizei darüber. Er wurde zu lebenslanger Gefangenschaft verurteilt. Er wurde im Gefängnis verrückt. Die Vorbereitung auf die Untergrundarbeit ist grundlegend für die Vorbereitung eines normalen christlichen Arbeiters. Sie muss geistlich tief und lebensnah sein. Ich kenne Länder, in denen viele Kirchen durch Streitereien zwischen zwei Pastoren oder zwei Ältesten zerstört werden. Es geschieht überall, aber in einem kommunistischen Land bedeutet es Gefängnis und vielleicht Tod. So, das wäre es gewesen mit Kapitel 10 aus diesem Buch. Dann wünsche ich alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss.